Scheiße, euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Erde 2 im Düsterwald. Hier geht gerade alles drunter und drüber. Wir werden definitiv in den Hintern gefickt. Und sind kurz davor abzukratzen. Wo ist mein zweiter Baumeister? Wir haben viel zu tun. Geh mal dahin. Das ist ein Hinterhalt. Ich müsste hier irgendwo eigentlich eine Festung errichten, ey, ganz ehrlich. Und zwar hier. Hier ist es also die Elbenfestung. Ich nehme euch mal eure liebsten Bäume hier weg. Ja, tschüss. Fuck. Okay. Ich weiß nicht, was die jetzt vorhaben. Aber meine Spinnen sind immer gut. Ich habe im letzten Part hier mit Kankra ein paar Spinnen observiert. Und... ach, leck. Aha. Bringt mir ihre Anführer. Das sieht nicht so aus, als wäre es verteidigt. Ah, ihr Deppen! Ich habe keine Krieger mehr. Oh. Nein, nein. Geht mal ganz schnell weg hier. Es gibt viel zu tun. Ah, der brennt auch schon, ey. Ihr steht hier so wie auf dem Präsentierteller, ey. Da ist auch was Böses. Was macht ihr hier? Geht auch mal dahin. Baumeister. Ja, das Problem ist, wenn du jetzt irgendwo hingehst, du wirst in den Hintern gerammt. Wirklich. Ja. Mach dich nützlich, Bro. Die bauen... ja, ja. Wo? Woher? Kommt! Woher? Woher wollt ihr mich angreifen? Da. Kommt! Und jetzt die da. Kommt! Im Prinzip müsste ich ja die Elbenfestung da hinten einnehmen, aber das schaffe ich nicht. Ich brauche noch ein paar von meinen Trolleys. Danke. Die Festung hier ist sehr, sehr gut. Die müssen wir jetzt halt auch verteidigen können. Deswegen sehr, sehr viele dieser Barrikaden. Hier wird nicht gefaulet! Am besten hier noch das da. Ich habe halt wirklich nichts mehr. So gut wie nichts mehr. Geht dahin. Dann habe ich hier ein bisschen safe. Nö, töten. Wo ist das? Wo ist das? So. Diese Seite der Straße sollte bis jetzt ganz knapp, aber sie sollte noch zu mir gehören. Ein Orkward wäre nicht schlecht, ein Orkward. Ja gut, das wäre schon schlecht, aber ein Sägewerk wäre hier zumindest nicht schlecht, weil Geld immer vonnöten ist. Hier fehlt noch eine Barrikade. Ah, du. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel von diesen Baumeistern ich besitze. Das machen wir mal hier. Ah, okay. Da kommen schon wieder Idioten. Kankra, dein Job. Da kommen auch wieder Idioten. Meine armen Orks, ey. Was wollen sie denn machen? Safe is safe. Macht, was euch befohlen wird!
Ihr wisst, was zu tun ist. Sorry, dass ich gerade ein bisschen wenig rede. Ich muss mich hier gerade echt ein bisschen orientieren. Mit was? Mit dem. Ich habe jetzt hier obligatorisch meinen zweiten Turm hingeklatscht. So, wo hat es noch zwei Stützpunkte? Einmal hier. Das sieht auch nicht so bewacht aus. Aber wie gesagt, was nicht ist, kann ja noch sein. Und er ist bewacht, glaubt mir. Wie wäre es, wenn ihr den einfach mal abknallt? Die haben schon Silberdompfeile da drin gehabt. Echt? Ist hier keiner? Ihr könnt mich nicht verarschen. Hier sind doch Gegner. Nicht? Okay. Wo habe ich einen Baumeister? Macht euch wieder an die Arbeit! Ja. Ah ja. Mach dich nützlich. Ja, knallt das ab, ihr Volltrottel. Wo ist der Baumeister? Ey, muss ich euch echt erst in den Arsch ficken? Junge! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Danke! Das habt ihr nämlich genau zu tun, ey. So. Da kommt wieder was. Töten. Töten! Wir brauchen nur noch einen Turm. Beeilt euch, ihr verdammten Orks! Ich will mal wissen, wie es hier aussieht. Scheiße, ziemlich hässlich. Den Hinterhalt können sie jetzt hier vergessen. So, ein Turm noch, ne? Was? Sie greifen die Türme. Was? Ja, Huren. Ihr vermaledeiten Drecksäcke! Gut, hier steht Kankra. Ich bin gerade echt ein bisschen orientierungslos. Halt doch dein... Wo ist der End? Ihr Deppen! Bei euch hackt's doch. Oh Gott, Junge! Wo haben sie die Ends her? Das ist jetzt hier die Frage, ey. Ist da noch ein Enting oder was? Ich muss wohl die Dunländer hierher schicken. Die haben hier keine Enting. Die haben aber eine Festung. Definitiv. Ich weiß das doch. Okay. Ich habe halt keine Armee. Will die Barrikade? Ne, haben sie nicht. Also nicht komplett zumindest. Ich würde ja vorschlagen, sammelt die ganze Armee und dann macht sie fertig, aber ich gehe sowas von am Arsch. Ich gehe halt echt drauf. Das ist mein Problem. Mein hauptsächliches zumindest. Gebt mal deine Angriffsposition, damit ihr immer genau drauf schießt, wenn das gebaut wird. Genau. Schießt mal auf den, der macht nämlich gerade nichts. Ernsthaft. Ne, die können es echt nicht. Guckt euch das doch mal an. Ich hab einen Plan. Ich habe einen richtig guten Plan, aber... Ah, nee, der Plan geht schon mal nicht auf. Da ist wieder was. Nee, doch nicht. Macht, was euch befohlen wird!
baut einfach immer mehr von denen. Das gehört jetzt mir. So. Wo habe ich noch was? Hier war doch noch eine Stelle, wo ich... Ach, hier hinten, gell, ja. Ist ja auch ein Baumeister? Nein. Das lassen sie jetzt aber auch größtenteils in Ruhe. Wo? Okay. Ich muss jetzt echt mal gucken, was, wie die hier so aufgestellt sind. Ja, ziemlich, ziemlich hässlich. Scheiße, gut. Ich würde ja sagen, Trolle geht da rüber, aber... Arbeitet an eurer Einstellung. Vielleicht kann ich meine Kommandeurspunkte erhöhen. Also so crap wie jetzt habe ich die Mission auf jeden Fall noch nie gelöst. Ich würde ja meine Nazguls da reinschicken, aber das Problem ist, die können nichts machen. Aber vielleicht kann ich meine Kommandeurspunkte erweitern. Oh ja. Das kann ich ja sogar. Ihr wisst, was zu tun ist. Braucht mehr von diesen Trollen. Viel mehr. Also Geld sollte jetzt auch nicht gerade das Problem sein. Weil, ja. Ich habe zwei Festungen. Die da unten bringt mir jetzt im Endeffekt gar nichts mehr, weil die viel zu weit weg ist. Ja, schön. So, 900. Nee, hier, das wäre zu scheiße, wenn du hier was hinbaust. Bau mal hier was hin. Soll ja schon ein bisschen interessant sein. Aber glatte 50, ey. Der Trommler-Troll, ah ne, der hat noch 25. Der ist aber, ehrlich gesagt, unnütz. Der gibt halt Führerschaftsbonus. So wie diese Fähigkeit hier zum Beispiel, aber da der so schnell drauf geht. Also er geht zwar echt so schnell drauf wie ein normaler Troll, aber er kann halt so gut wie nichts in der Offensive. Er ist halt eher so ein Statist. Und ja. So, 4 Trolle, ne? Dunländer sind auch bald wieder startklar. Dann können sie nämlich das hier mal zerschlagen. Die sind ein bisschen geschwächt. Okay, gut. Ich muss halt ihre Tarnungen so gut es geht zer... Hi. Ja, scheiße, ne? Da ist ja was. Ah, ich kann nicht mehr als 900. Ja, anscheinend. Ja, obwohl. Ihr wisst, was zu tun ist. Dann muss ich leider Gottes echt ein bisschen sagen. Was ist das? Was ist das? Ihr könnt eure Machtkämpfe da gerne austragen. Okay, ich habe keine Trolle mehr zur Verfügung. 5 Stück sollten doch wohl ausreichen, oder? Ah, die reparieren das jetzt schon. Die reparieren das. Oh Gott, Junge, nein, Lunge, lauft! Das schafft ihr nie im Leben. Kommen die? Hä? Nein, ich habe einen Vollidioten dahin geschickt. Lauf, 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 lauf. Nein, lauf. Ich muss das anders regeln. Ich muss die Armee erst jetzt... Ja, der wird sterben. Doch, wird... Nein, wird er nicht. Rette dich mal hierhin. Weil wenn du verfolgt wirst, bist du am Arsch. Ich muss nur einen Turm hier platzieren. Ja, ja, die werden auch verfolgt. Aber nur von Low... Vollidioten. Elben haben mir halt sowas von Heimvorteil. Okay, meine Dunländer sind wieder da. Meine Dunkelheit ist wieder da. Alles ist wieder da. Was das hier ist, ignoriere ich mal komplett. Das wäre nur unnötiger Stress. Ich muss nur das hier ausschalten. Die Festung, die ich vermutet hatte, ist dann nämlich hier auf der Seite. Ich hoffe jetzt halt mal nur. Okay, 7000 ist wieder sehr, sehr gut. Da ich halt keine Kommandeurspunkte mehr zur Verfügung habe, kann ich halt auch schlecht irgendwas machen. Ihr werdet nicht gefaulet! Du
könnte ich hier höchstens noch irgendwo eine Festung errichten. Was vielleicht hier gar nicht so blöd wäre. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Die lassen das hier ja sogar jetzt in Ruhe. Sprich, ihr könnt es auch sein lassen. Du kannst das ja auch sein lassen. Sofern, wenn sie jetzt halt wiederkommen, bin ich halt tot. Das Auge beobachtet uns. Aber ja. Das erste genügt es. Und wenn ich hier eine Festung habe, bin ich schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, ich kessel die jetzt so ein bisschen ein hier. Und mein Plan geht jetzt sowieso gleich auf. Die Herrschaft Morgurs ist nah. Du kannst wieder herkommen. Du bist wieder geheilt. So. Das ist jetzt der Großteil meiner Armee. Beziehungsweise es ist meine Armee. Warte mal, ich mach die einfach mal zur Armee 1, dann habe ich sie nämlich in der Schnellleiste. Nein, anders. So, jetzt geht's los. Die Armee ist dezimiert. Meine Festung ist bereit. Das ist sehr gut geregelt worden. So, das hier machen wir auch platt. Ja, das ist halt so ein scheiß kleiner Verräter. So, danke, dass er jetzt weg ist. Du hast gute Dienste geleistet, aber du warst scheiße. So. Das sollte es gewesen sein. Wir haben viel zu tun. Turm. Da. Mach dich nützlich. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, ob ich die Elbenfestung da noch zerstören muss. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich das machen muss. Es könnte schon sein. Dann geht ihr jetzt mal dahin. Ich bin der Bote Mordors. Ja. Vielleicht muss ich nicht. Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht nicht herausfinden. Aber die werden jetzt auf jeden Fall herausfinden, was da drin ist. Sind Sie das? Ist das der Rekum los? Die Festung ist ja, ja. Es wäre wieder eine kleine Festung gewesen. Ah, jetzt machen sie es zu. Wald wird uns gehören. Straße gehalten. Ah, ich muss es jetzt nur halten. Okay. Ja, ja. Ist ja nicht so anstrengend hier. Wäre eine coole Bonusmission gewesen, aber. Soll ich meine Armee da hinschicken? Komm. Vielleicht ist es jetzt ein Suizidkommando und ich beende mein Leben damit, aber. Ist doch lustig, es sind 1,5 Minuten, die ich diese Straße hier halten muss, also bitte. Ja, lauft mal dahin. Kanka kann ja Bäume umschmeißen. Ihr zerschmettert jetzt mal das hier alles. Ja, lauft einfach durch die Mauern durch. Passt schon. So. Wir dezimieren die jetzt bis aufs Letzte. Boah. Das ist meine Rambo-Zambo-Attacke hier. Kein Erbarm. Ja, Festung tot. Armee folgt. Ja, ihr folgt gefälligst auch. Ja, ja. Die stürmen sogar die Mauern. Die sind halt echt unwürdig. Hier hätte ich auch wieder meinen Wächter beschwören können und die Armee wäre platt gewesen. Ja, ja. 20 Sekunden noch. Es gibt hier noch einen kleinen Krieg, damit es noch schön zum Anschauen ist und ich es nicht lame beende. Sie waren auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Gegenwehr, muss man ihnen schon zugestehen.
Ja. Eben, wir müssen die Straße aufgeben. Und tschüss. Ich hätte sie so oder so vernichtet. Wald gehört uns. Und tschüss. Wir werden sie aufs Neue stellen. Aber nicht heute. Einmal mehr triumphieren Saurons Krieger. Und das ging jetzt echt schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Festung da noch einnehme. Aber meine Armee war wohl am Ende doch stärker, als ich angenommen hatte. Die Elben aus Düsterwald sind versprengt und ohne Hoffnung. Die wenigen Überlebenden ziehen sich nach Westen in Richtung Bruchtal zurück. Gleichzeitig stürzt Sauron auch das Reich der Zwerge in den Krieg. Doch die stolzen Krieger werden ihm erbitterten Widerstand leisten. Noch ist es auf jeden Fall nicht geschafft. Düsterwald gehört jetzt auf jeden Fall auch uns. Tranduil war nicht mal ansatzweise anwesend, den hat's nicht gejuckt. Ja, doch deutlich. W heißt immer, wenn wir eine Festung gebaut haben. Haben eigentlich zwei gebaut, aber okay. Wen es interessiert, pausiert. Die dürre Heide ist unsere nächste Mission. Wieder mit Saurons Mund. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir in der dürren Heide unser Unwesen treiben. Bis dann und ciao, Leute.